Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem schmicki-schmackerhaften Part in dies im Ibims 4. Und ja, weiter geht's hier. Wir verkaufen weiter unser Essen und heute ist endlich der Tag der Tage, wo wir nicht nur auf den Essensverkauf achten, sondern auf die Geisternacht. Yay! So, am Mittwochabend eine beliebige Bar und wenn dann eine tolle Dame ist, die gestorben ist, werden wir sie vielleicht mit Ambrosia wiederbeleben. Rein theoretisch, weil ich wollte das ja eh zeigen und wenn da halt ein Geist ist, der interessant ist, why not, ne? Essensverkauf. Mach mal hier weiter, Case. Oder muss das der Mann des Hauses wirklich machen? Bella hat ein Herzfrosch gefunden. Cool. Stand bedienen. Ja, mach, Case. Sascha, du sollst hier nicht mit denen. Ach so, okay. Machst du auch nicht, super. Weil ich sag mal so, flirten mit den Leuten, ne? Kannst du dir halt auch mal gönnen, aber nicht jetzt, ne? Jetzt müssen wir erstmal hier aufräumen alles. Sowohl im Haus als auch vorm Haus. Und was ist das hier schon wieder? Warum ist hier eine Pfütze? Hey? War es noch vom Kühlschrank, der kaputt ging, aber das ist doch schon lange her oder war das die ganze Zeit da und ich habe das jetzt erst gesehen oder war das nicht da, weil mir ist die Pfütze nicht aufgefallen. Ach, keine Ahnung. Wer weiß schon, was das war. Miko, da schreit und. Das schreit so ein Mistvieh, ne? Und nein, ich meine nicht Bella, die schreit zumindest nicht. Das ist halt schon mal etwas. So, machen wir hier auch Windel wechseln. Einfach hoffen, dass die Viecher bald uns helfen beim Essen. Stand und so. So. Meiner ist beschäftigt. Cool, Bella. Wer war eigentlich nochmal der nächste Unfall? War es Bella oder Cassie? Entbindung in, okay. Ah, shit, kann ich gar nicht mehr nachschauen. Ne? Schade. Na, wie auch immer. Bella, du kannst hier noch weiter nach Einrichtung wühlen. Los, 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 los. Nur weil die da rumschreien, heißt das nicht, dass du aufhören sollst, weil wir brauchen das Geld, wir brauchen das Geld, wir brauchen das Geld, wir brauchen die Millionen. Ja. Weil das ist das Hauptziel der Challenge. Und, na. Warte mal, wir haben hier keine Leute mehr? Warum nicht mehr? Wo sind die alle hin? Verdammt, was ist noch mit passiert? Ah, verdammt, die Milch ist nichts wert? Na super, ey. Das ist ja super. Also echt, Miko, kannst du nicht wenigstens was trinken, was wert ist? Also 0 plus 75%, also. Wie war dann 75 Euro? Nimoleons? Milo und Cassie verabscheuen sich. Yay! Ist Milo überhaupt noch da? Nein. Toll, dass wir hier alte Fake News bekommen, so die keinen interessieren. Ah, da ist Mila. Okay, sie ist doch da. So, los, los, los. Oh, Dominik. Dominik Nash. Oh, Verkauf abgeschlossen. 153. Gut, dann mach noch mal. Nein, Dominik, bleib hier. Wir haben immer offen. Bitte bleib doch, Dominik. Ach, Dominik, ey. Leute, bleibt hier. Hallo, wir haben wieder offen. Hallo. Warte mal, ist meiner eigentlich noch beschäftigt? Ja. Und Miko ist am Schlafen. Miko, wenn du schon müde bist, ja, dann leg dich vernünftig hin und vor allem nutz das Bett, wo du jetzt Zugang hast. Los. Ja, das ist das beste Bett. Bella, kümmere dich mal bitte um die Schreihälse da. So, weil. Also die sollen ins Maul halten, nicht dass meiner noch daran denkt, sich darum zu kümmern, obwohl es halt Mikos Kind ist. Und Bella, du hast halt nichts zu tun und darfst halt eh nicht nach draußen und mithelfen, so weil. So, das ist geil. Geil, geil, geil. So, perfekt. Nee, nicht als Pflegekind adoptieren. Nee, nee, nee. Nein! Nein! Du kümmerst dich nicht um Babys, nein. Du kümmerst dich um dich selber, Alter. Hast genug mit zu tun. Und halt ums Business kümmern wir uns ja auch. Also, wir haben keine Zeit für irgendwelche Kinder, die allein Mikos verschollen sind, weil. Ja. Miko. ist allein Mikos Schuld, dass da Kinder sind. Also, ganz klar. Das alles Miko ist auf Mikos Mist gewachsen. Oh, ist auch noch Essen. Bella bekommt Kinder, super. Aber Bella kümmert sich doch um Kind, das verstehe ich nicht. Bella hat Recyclingsmaterial, ja, gut. So, dann tun wir das hier auch noch alles rein. Haben wir da nicht noch Platz? Warum füllt das nicht auf, ey? Also echt, ey. Lächerlich.
So, machen wir hier automatisch deaktivieren, automatisch aktivieren wieder. So, dann darfst du bitte, oder mache ich das? So, mache ich einfach. Er kriegt es ja eh leider nicht gut genug hin. So. Weil das kommt, sieht halt nicht gut aus, ne? Also kann ich verstehen, dass wir jetzt weniger Kunden haben, ne? Liegt nicht an der Uhrzeit, liegt vielleicht, weil da noch ein bisschen schmutziges Geschirr rumsteht, ne? Aber andererseits stand das schon, war das sogar noch schlimmer und da hatten wir noch Kundschaft. Oh shit, der Container ist ja rammt voll, geil. Ich weiß zwar nicht, wieso wir immer Dinge in unserem eigenen Müllcontainer finden, aber ich hinterfrage das einfach nicht, weil es ganz gut ist dafür. Genau, mach das mal, dass sich Schnauze hält, weil dann kannst du auch deine Unfälle noch bekommen und ja, ne? Dann, nee, alleine losschicken. Und Sascha, du machst das wie eben, du kommst nicht mit, du hast keine Zeit dafür, ne? Weil wir müssen hier Geld verdienen, so. Das, da musst du halt weiter hier mitmachen, ne? Also mithelfen, ne? Clever will was. Lavina ist da, gut überzeugen. Mach dann hier von Schinkenfest mal. Dann Lavina. Dann müssen wir die Milch da noch rauspacken, weil die bringt ja nichts, wenn wir die verkaufen. So, machst du hier öffnen, machst die Milch hier raus, schmeiß sie in Müll oder so. Oder ich schmeiß sie in Müll. Das ist ja auch egal. Die Milch, die muss hier raus. Oh shit, die ist schon am Dings. Egal, ist egal, ist egal, ist egal. Umbenennen, nee. Clever wollte ich noch ein Verkaufsgespräch führen. Super. Super, Cassie, machen wir so mit der noch. So, super, du bist beschäftigt. Kannst nicht ins Krankenhaus, wie gesagt. Bella muss das alleine regeln. Nein, 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 nein. Bella regelt das alleine. Die ist eine Powerfrau. Ja, die schafft das alleine. Ja, macht dir keine Sorgen. Die schafft alles. Die ist super, die Frau. Die hat sogar am Schirm vor der Sonne gedacht, dass sie nicht drauf geht. Also, die packt das halt, wie gesagt. Oh nee, Dominik ist da. Muss das sein? Bitte nicht, ey. Bellas Kind einfach. Bin sehr kreativ. Bellas Unfall. Bellas. Ah nee, ich weiß was. Bellas. So, Bellas Schuld. So. Dann weiß jeder, warum das Kind da ist. Weil es Bellas Schuld ist. Ich weiß gar nicht, was das für ein Geschlecht hat, das Kind. Einfach Bellas Schuld. Fertig. So. Dann hier auch nochmal Verkaufsgespräch führen. So. Muss das jetzt gespawnt? Wahrscheinlich auch wieder mal im Schlafzimmer. Genau. Ich hasse diese Entwickler. Nein, sag nicht Bella bekommen. Ach nee, sie kann nicht mehr bekommen. Stimmt ja. Ach man, ey. Aber das Gute ist, ich bin gerade nicht am Schlafen. Was heißt, das hätte eh nur Miko aufgeweckt. Also. In Anführungszeichen nur Miko, weil die ist ja auch wichtig fürs Business und so. Also Miko, bitte ruh dich aus nach der anstrengenden Geburt und guck, dass du, aber guck halt bitte, dass du so schnell wie möglich wieder fit bist und so. Du weißt, wir brauchen dringend Geld, ne? Nicht nur wegen den Schreihälsen, sondern vor allem wegen unseren, den Träumen und Zielen, die wir haben, ne? Das ist wichtig, Miko. Ne? Auf die Scheiße ist egal, kümmerst du dich nebenbei und Bella hilft auch mit, ne? Oder Bella kümmert sich mal, ne? So, das ist kein Ding, aber. Vor allem halt müssen wir gucken, dass wir hier den Stand zum Erfolg bringen, ey. Ja, wir sind fast wieder bei 1K, also das wird auch was. So, ich habe gerade richtig viel Spaß in Sims. Also so viel Spaß hatte ich halt sehr, sehr lange nicht mehr in einem Einzelprojekt, kann man sagen. Also abgesehen von der 100, also in einem Part-Projekt einzeln meine ich halt. Also im Together-IP hatte ich Spaß und dann Baby-Change, aber in der Extrem-Hardcore-No-Money-Change hatte ich lange Zeit keinen Spaß gehabt. Und halt auch sonst so. Also, und abgesehen davon gab es ja, und auch davor in den Einzelprojekten halt auch nicht wirklich, ne. So, aber das hier macht gerade richtig Laune. So, und hier halt auch beim Beginn, ne, wo wir Angst hatten im Dunkeln um 12 Uhr mittags und so. Immer noch kein Fan davon, aber naja, ist halt wie es ist. Bella, Bella, ciao Bella. Aber nein, du sollst nicht ciao sagen, weil wir brauchen dich jetzt für die Kinder. du musst dann bitte einmal hier das Kind füttern, ganz schnell. Ganz schnell musst du das Kind, was deine Schuld ist. Cassie ist jetzt dran. Scheiße. No, aber wir sind doch gerade beschäftigt, Spiel.
Warum muss das jetzt sein, wo wir hier Dings sind? Wir haben keine Zeit dafür, ins Krankenhaus zu fahren. Die ist am Verkaufen. Die ist richtig gut dabei. Und. Oh, Janae ist hier. Also, Janae, die sieht auch mal hot, hot, hot aus, ey. Cass. Ach, Mann, ey. Ja, gut, ich denke, meiner sollte. Ja, genau, es geht nicht mehr, okay. Dann einmal weg. Dann geh ins Krankenhaus und dann macht meiner das eben oder so. Scheiße, ey. Ah, nee, alleine. Meiner muss es machen, ey. Meiner muss es machen, ey. Scheiße. Meiner ist noch am Kochen, verdammt. Verdammt, verdammt. Schade, dass Miko sich immer noch ausruhen muss. Sascha, geh zum Stand. Nein, 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 nicht ins Krankenhaus. Wir haben keine Zeit dafür. Los, 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 los. Ach, Janae wollte sogar zu uns. Oi. Janae. Ich weiß nicht, ob wir sie kannten, aber lassen wir mal kurz, weil hier geht es nicht um Babys oder so. Hier geht es um anderes. Vollterliche Panik. Nein, wir haben keine Zeit für Panik. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Du musst schnell, 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 bevor es dunkel wird. Angst im Dunkeln und so. Und also Cassie, die kann ja sich selber um ihre Unfälle kümmern. Schutzlos. Ich weiß nicht, warum schutzlos, aber naja. Herzlich willkommen. Ja. Willkommen. Ja, toll, jetzt bin ich auch noch echt angepisst. Ey. Nein, du sollst nicht mit Candy flirten. Das überzeugt die mal, was zu kaufen. Wir müssen für alles hier Geld machen und so. Wir haben keine Zeit dafür. Da kann ich mir vorhin nicht vorstellen, wenn du eh schon mal dabei bist und so. Hört ihr auch diesen Möwen-Sound? Ich hätte gerade von Möwen-Sound gehört. Cassie, du machst dann's Essen einfach hier wieder. I guess. So, einfach hier Pizza Mariana. So. So, genau. Was machst du da? Wegwerfen, okay. Weiß nicht, was du. Nein, sie geht nach draußen, ey. Also, sie will echt sterben, die Bella, ne? Und da ist sie sonnenresistent. Oh, cool. Yuki hat was gekauft, cool. Sehr gut. Nicht nur, weil es Yuki ist, sondern. Halt auch so. Sascha, du sollst den Stand hier auch bedienen, ne? Und nicht nur Faxen machen hier. Hör mal auf damit, Junge. Leute überzeugen und so und Verkaufsgespräche führen. Ach, das kann ich nicht. Dann hör mal auf damit. So, dann hör auch mal auf, den Stand zu bedienen. Lass Cassie mal wieder ran hier. Dann gehst du stattdessen mit Janae plaudern. Weil die wollte ja eh mit uns reden und so. Deswegen. Kannst mal mit ihr plaudern, ausnahmsweise. Und Cassie, du hörst doch mal auf hier mit der Pizza. Ach so, bist du schon? Okay. Kannst du die servieren noch? Also, wenn, dann kann meiner das machen. Nein, die, das wäre Dings, wie ich hier wegmachen. Kann ich nicht? Darf ich nicht? Okay. Mach mal Stand bedienen, los, Cass. Cass, 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 Cass. Los, los, los. Kiss Cass, los. Dann kann ich am Flirten das mit Joaquin, aber es klappt nicht. Weil meiner das zerstört. Mit seiner Präsenz. Kennt, die sich nur denkt, ja, bei dem würde ich lieber landen, bei Muil. Mit dem lieber in die Kiste hüpfen und mit dem hätte ich gerne Unfälle. Wie sich das auch anhört, ey. Mit dem hätte ich gerne Unfälle. Ah, shit, ich bin einfach lustig drauf, ey. Oder so. I don't know. Tschüss, Yuki. Schön, dass du da warst. Ciao. Komm gerne bald wieder. Ne? Und Dominik, ich mag dich zwar nicht, aber du kannst trotzdem jederzeit gerne natürlich was essen hier, ne? Was essen kaufen hier, ne? So. Janae ist auch weg? Aber ich bin doch jetzt da, Janae. Die hat einfach keine Geduld, die Frau. Also vor allem ist es schade, weil ich so Savannah vielleicht nicht kennenlerne und die würde ich schon gerne kennenlernen. Jetzt bist du doch da, Janae? Was soll denn das? Spiel doch nicht mit mir hier. Ah, weißt du was, Janae? Nee, das. Darauf begebe ich mich nicht. So.
Kann bitte irgendwer das Kind ins Klo runterspülen? Nein, schade. Bella hat auch keinen Bock auf ihr eigenes Kind. Sehr gut. Oder so. Oder ist das ihr Kind? Nee. Ist Unfall. Natürlich ist Unfall 02, was am Schreien ist, ne? Das hat den besten Namen aller Zeiten, ey. So Mikos Kind, das meiner genau weiß. Yo, kümmere dich gar nicht darum, so. Kümmere dich gar nicht darum, so. Also ich hoffe, der versteht das auch, ne? So, nach Einrichtung wühlen, nach Einrichtung. Wie lange können wir eigentlich noch nach Einrichtung wühlen? So, das ist auch Neues. Und das in unserem eigenen Müllcontainer. Das macht absolut keinen Sinn, aber ist absolut geil. Genau. Pack das direkt auf den. Oh, schade, fast, ey. Genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da rein. Dann hier rein. So. Das leere Wasser da, das da steht, das muss auch mal weg, ey. Das ist vielleicht buggy oder so, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Ah gut, können wir ja machen, nachdem wir, wenn wir uns um die Geisterbar kümmern und so. Ja, Siobhan kennen wir auch. Ja, cool. Das ist super, aber ich muss eh mal wieder nach drinnen, wird langsam Zeit. Und es wird auch bald Zeit für die Geisternacht, ne? Geisternacht müssen wir auch dann mitnehmen hier. Machen wir nochmal Caprese, bitte. Das Problem, aber ich werde dann mal, denke ich mal, meinen Char trotzdem zu Hause lassen, so. Das macht dann irgendwer anders mit dem Wiederbeleben und so. Also, fall eventuell im Liebe Wiederbeleben, geil. Yes, 131 hat geklappt bei Candy. Candy's Premium. Die macht das locker auch, weil die weiß, dass sie mir damit einen Gefallen tut und so. Das weiß die Frau einfach. Genau, kommen wir nicht mal um den Störenfried da. Aber der heißt ja nicht Fred, der heißt Unfall 2. Honey, Horny, genau. Horny, Horny. Weiß man nicht, ob das so viel bringt mit den Verkaufsgesprächen, aber wir machen es trotzdem weiter, weil ja, wir bleiben weiter dran. Im Business. Am Business. Am Schnissen-Miss. Halt, wir haben auch immer wiederkehrende Kunden, ne? Lavina und Mila und Clara und Candy und Morgan. Also wir haben nur wiederkehrende Leute eigentlich. Auch Jackie und Le Chien und den Sergio. Nice. Level 7 Charisma-Fähigkeit. Niedriges Darlehen bitten oder Darlehen zurückzahlen? Ja, niedriges Darlehen vielleicht. Oh, Candy mit Clara, also. Also wenn das Sophia mitbekommen würde oder Elsa. Oder noch schlimmer, Björn und so. Aber naja, mir soll es recht sein, wenn Björn mal mitbekommt, wie meiner mit Clara flirtet. Also. Aber andererseits, Björn so. Ja, der ist cool, weil er gute Genetik hat. Oh, wir sind bei einem K. Nice. Das ist so nice. So nice wie Hit It Twice. Und nach dem Verkauf hier. Ja, ist eigentlich immer vor dem Verkauf, aber wir müssen ja uns um das Event kümmern, leider. Ja, deswegen, ja. Würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut und wie das Event weiter.